Am heutigen Dienstag startete am Düsseldorfer Landgericht die Verhandlung einer Patentklage von CureVac gegen BioNTech, wie mehrere Medien vermelden. Dabei geht es laut dem Tübinger Biopharmazieunternehmen CureVac um verschiedene Patente aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie. Auf dieser Arbeit baue auch der Corona-Impfstoff Comirnaty von BioNTech und Pfizer auf. Dafür möchte CureVac nun entschädigt werden. BioNTech wies die Vorwürfe einer Rechtsverletzung zurück. Das Unternehmen hatte seinerseits vor dem Bundespatentgericht eine Nichtigkeitsklage gegen eines der gefragten Patente eingereicht, da die zugrunde liegenden Ideen nicht neu seien. Einen Termin für diese Verhandlung gibt es noch nicht.